Also als ich so 22 war, waren die Rolling Stones auch 22. Und die Rolling Stones sind so in ganz minimalen Clubs aufgetreten in München, wo so 3-4 Leute waren und wir. Weil wir fanden die Rolling Stones, und amerikanische Filme. Das hat uns ja auch verbunden, denn die Rolling Stones waren ja nichts anderes am Anfang als eine Kopie der amerikanischen Musik, die sie europäisiert haben. Und wir haben dasselbe gemacht im Kino eigentlich. Und als die Rolling Stones später berühmt waren und in diesen großen Münchner Studios ihre Musik gemischt haben, einige Alben dort gemischt, und dort waren die Lautstärker so groß wie ein ganzes Haus. Denn das war damals das, was man haben musste. Ein Lautsprecher in den 70er Jahren, der musste mindestens so mannshoch sein. Und ein Farbfernseher dazwischen, aber mehrere von diesen ganz großen Lautsprechern. Und in einem Studio natürlich mussten, wenn die Rolling Stones da waren, mussten davon 50 an den Wänden hängen. Und so hat Jagger gemischt und diesen ganzen Mischwahnsinn, der auch heute noch läuft. Und dann ist Jagger, da sind wir rausgegangen, da winkt er mir zu und wir gehen raus in sein Auto. Und er spielt mir das, was er gerade aufgenommen hat, auf einem kleinen Autoradio vor. Und sagt dann zu mir, und das war der Moment der Erleuchtung. Er sagt, wenn es hier nicht klingt, auf diesem ganz kleinen, hässlichen Autoradio, wird es nie klingen. Das andere, da draußen mit den Scheinwerfern, ist nur Show für die Produzenten und für die Presse. Passieren muss ein Song, das war Angie damals, auf einem ganz kleinen, hässlichen Lautsprecher. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da war mir vollkommen klar, dass Film nichts zu tun hat mit Licht und dicken Kameras. Und dass Film auch gar nichts damit zu tun hat, dass man eine Kamera bewegt. Film hat damit etwas zu tun, dass man das Publikum bewegt. Film hat nichts zu tun mit Licht und Technik. Film hat etwas zu tun mit Verzauberung. Und das hängt nicht von der Größe der Kamera. Sodass man also, wenn man heute eine wirkliche Idee hat, nur hat die ja niemand in Europa, weil wir ja vollkommen zugemüllt werden vom Staatskino, wenn man eine Idee hat, könnte man die auf Handy filmen und würde Multimilliardär, die Nummer 1 in der Welt. Ich war mal so langfähig, ich habe einen eigenen Jet gehabt, mehr konnte man nicht haben als Bardot und mit 28 ein Star in der Côte d'Azur und alles, was man wollte. Aber dieses Leben ist wirklich entsetzlich langweilig, weil ich auch Geld, Leute mit Geld finde ich schrecklich. Leute mit Geld sind, ich bin noch 71 Jahre alt und kann mir das auch leisten zu sagen, Geld macht alles kaputt, wirklich alles. Das ist schwer, das ist etwas dumm, so etwas zu sagen, weil das muss jeder selbst erleben. Es ist dumm, wenn so jemand wie ich kommt und sagt, Geld ist Dreck. Aber das ist es nun mal. Aber man sollte es dennoch nicht sagen, weil das muss man selbst erleben. Ich wünsche jedem, dass er mal reich ist. Ich wünsche jedem Mädchen einen Riesenbusen und unfassbar viel Geld und alles, was sie will. Um dann dahin zu kommen, das wirklich einschätzen zu können. So leben wir alle natürlich, wird uns das vorgegaukelt, diese andere Welt. Und wir glauben alle, dass die ein bisschen besser ist. Jeder von uns glaubt das. Aber sie ist wirklich nur noch ein bisschen schlechter. Und es gibt auch nur eins. Es gibt Coolness, worum es wirklich geht. Coolness kann man sich wirklich nur da holen, wo es einem am schwersten fällt, nämlich bei sich selbst. Die kann man sich nicht in der Zeitung holen, nicht im Fernsehen. Das geht nur bei sich selbst. Und das ist ein langer, langer Prozess, das zu verstehen und zu lernen. Meine Filme helfen dabei manchmal ein bisschen. War das die erste Erfahrung?